habe Ihnen doch gar nichts getan. Hören Sie auf mit Ihren Spielchen, da fällt keiner mehr drauf rein. Es reicht. Ich habe ein paar Immobiliengeschäfte schwarz abgewickelt. Wie bitte? Wenn es mir nicht gelungen wäre, die Dame zu beruhigen, hätten wir jetzt die Polizei im Haus. Worauf willst du hinaus? Wenn ich diesen Gedanken logisch fortsetze, heißt das, du bist als Geschäftsführer nicht mehr tragbar. Was? Die wollen 10.000 Euro von mir. Wo soll ich die denn bitte hernehmen? Ich bin komplett pleite. Ich drücke beide Augen zu und du bleibst vorerst Geschäftsführer. Sofern du André als Küchenchef akzeptierst. Ich soll mit Tilkowski eine Woche nach Sylt fahren. Nur mit ihm. In ein Doppelzimmer. Dreimal darfst du raten, was er da will. Nein, das kann doch nicht sein. Doch. Ich bin am besten Weg, mich zu prostituieren. Wir verlangen. Du siehst doch, dass er kann. Oder meinst du, er gibt mir so einen Scheck, nur weil ich nicht lächle? Nein, natürlich nicht. Für 10.000 Euro erwartet er sich schon ein bisschen mehr, wenn wir auf Sylt sind. Es ist so ein Schwein. Wieso hast du den Scheck überhaupt angenommen? Unter diesen Umständen fährst du doch nicht. Nein. Nur eine Woche und ich werde all meine Probleme los. So einfach verdiene ich das Geld nie mehr wieder. Wie springst du? Weißt du, was das heißt? Sex. Vielleicht ist er ja ganz nett. Ganz nett? Sylt ist wunderschön. Es wäre mal was anderes. Ach komm, das ist doch nicht dein Ernst. Nein, verdammt. Ich denke, du liebst Felix. Komm, das kannst du ihm nicht antun. Ich will ja auch gar nicht, aber irgendwo muss das Geld herkommen. Das Finanzamt macht ernst. Aber was sollen die denn machen, wenn du das Geld nicht hast? Dann gehe ich in den Knast. Du willst mich erpressen? Ach, Blödsinn. Ich habe dir einen Gefallen getan. Ja, und erwartest eine Gegenleistung dafür. Das nennt man im Volksmund Erpressung. Du bist mit Frau Wielander aneinander geraten, die aller Wahrscheinlichkeit nach nicht Barbara von Heidenberg ist. Das sehe ich ganz anders. Und wenn du ehrlich bist, Werner, geht's dir genauso. Trotzdem, sie ist ein Gast. Okay. Okay, ich geb's zu, es war ein Fehler. Für den jeder andere fliegen würde. Ja, alle, außer deinem Bruder. Der kann sich noch ganz andere Sachen leisten. Seinetwegen hat mein Vater unschuldig im Gefängnis gesessen und du hast ihn trotzdem nicht entlassen. Ich wollte ja. Ja, du wolltest, aber du hast nicht. Er ist mein Bruder. Das ist doch kein Argument. Mein Gott, Felix, ich weiß, wie schwer es ist zu verzeihen. Was du jetzt hoffentlich nicht von mir erwartest. Die Geschichte mit Frau Wielander hat uns durcheinander gebracht. Ich will aber nicht, dass sie uns auseinanderbringt, Felix. Wir müssen jetzt zusammenstehen, wir alle. Trotzdem kann ich das nicht vergessen, was dein Bruder getan hat. Ich möchte aber, dass er hier weiter arbeitet. Ich möchte auch nicht, dass du gehst. Werner, das eine ist nicht die Bedingung für das andere. Nein, es ist mein dringender Wunsch. Okay, dein Bruder kann bleiben. Aber bei der kleinsten Unregelmäßigkeit ist er gefeuert. Einverstanden. Danke, Felix. Arme Rosalie. Was muss dieser Tilkowski nur für ein Mensch sein, so etwas von ihr zu verlangen? Am liebsten würde ich ihn mir mal so richtig vorknöpfen. Aber das bringt nichts. Damit schade ich ihr mehr, als dass ich ihr helfe. Wie schlecht muss es ihr gehen, dass sie zu so etwas nicht sofort Nein sagt? Ich glaube, sie denkt wirklich drüber nach, ob sie das machen soll. 10.000 Euro. Selbst wenn ich Rosalie nicht schon alles geliehen hätte, was ich gespart habe, an so eine Summe käme ich nie im Leben. Auch wenn es stimmt, was Sie da schreiben. Ich zucke jedes Mal zusammen, wenn ich ihr begegne. Okay, aber was hat der Detektiv rausgefunden? Dass es in Augsburg eine Silvia Wielander gibt, die dort mit ihrem Mann wohnt. Und der ist Arzt. Du meinst, es könnte auch Barbara unter falschem Namen sein? Ja, nur weil sie in Augsburg gemeldet ist, heißt das noch lange nichts. Und das auch erst seit einem Jahr. Trotzdem. Auch wenn sie wie Barbara aussieht, sie benimmt sich doch vollkommen anders. Frau Wielander ist hilfsbereit, zuvorkommend, nett. Und wie sie mit der älteren Dame umgeht, könntest du dir das von Barbara vorstellen? Die Heidenberg hatte noch nie ein Problem damit, Menschen irgendwas vorzuspielen. Felix, du hast doch vor ihr gestanden. Sie konfrontiert.
Du hast ihr in die Augen geschaut. Hast du irgendwo eine kleine Irritation oder irgendetwas bemerkt? Nein, nein, genau das ist es ja. Ich hatte eher das Gefühl, sie hat keine Ahnung, worüber ich rede. Aber dass sie der Frau von Dering nichts von dem Vorfall erzählt hat, gerade im Gegenteil. Sie hat gemeint, sie könnte dich verstehen und würde deswegen nichts sagen. Das sieht der Heidenberg aber nicht ähnlich. Sei denn, sie hätte etwas davon, das Geheimnis für sich zu behalten. Ja, aber was denn? Außer, dass Frau von Dering wahrscheinlich sofort abgereist wäre. Gerade das würde ihr doch entgegenkommen. Gerade wenn sie Barbara wäre. Okay, und was sollen wir jetzt machen? Abwarten. Was der Detektiv sonst noch zutage fördert. Tja, was anderes wird uns nicht überbleiben. Du hältst mich auf dem Laufenden? Hier ist es natürlich gut, dass der Konopka wieder da ist. Muss nicht die ganze Küche allein schmeißen. Für dich doch auch. Für mich? Sonst hätte ich den Kuchen doch nicht backen können. Ja, stimmt auch wieder. Hallo, Emma. Hallo. Na, möchtest du auch ein Stück? Setz dich. Nee, danke. Ist alles in Ordnung? Ja, sicher. Ganz sicher? Eben nicht, das sieht man doch. Komm mal her, komm. Setz dich mal dahin. So. Und jetzt erzähl mal. Das macht's leichter. Es ist schrecklich. Was denn? Wenn nicht noch ein Wunder passiert, dann kommt Rosalie ins Gefängnis. Wieso das denn? Sie hat Steuern hinterzogen und das Finanzamt ist dahinter gekommen. Die sperren sie ein, wenn sie nicht zahlt. Um wie viel geht's? 10.000 Euro. Und sie hat nur 2 Tage Zeit. Okay. Dass ich dich damit überfallen habe, dass Rosalie bei uns einzieht, das war nicht okay. Und dass Ben meine Sachen abgeholt hat, das war auch nicht in Ordnung. Es tut mir leid. Ich bin ja daran nicht ganz unschuldig. Ja, ich habe da wohl etwas überreagiert. Wie geht's denn jetzt weiter? Bleibst du bei ihr im Gästezimmer? Vorerst ja. Über kurz oder lang werden wir uns noch was anderem umsehen. Heißt das, ich kann jetzt wieder allein Kaffee kochen? Ja. Außer ich besorge uns Brötchen und wir frühstücken morgen früh zusammen. Hm? Das wäre schön. Du, ich muss ins Büro. Oh Gott, bis morgen. Hey. Ich bin froh, dass wir darüber geredet haben. Ich auch. Ah, Herr Tarasch, oh, Entschuldigung, Saalfeld. Aber es fällt mir nach wie vor schwer, mich an den neuen Namen zu gewöhnen. Worum geht's? Ich möchte Ihnen danken, ich habe mit meinem Bruder gesprochen. Ja, dass Sie noch hier sind, das hat nichts mit Ihnen zu tun. Das mache ich meinem Onkel zuliebe. Er hat es im Moment nicht leicht. Ja, Sie aber auch nicht. Was ich so höre, was Frau von Heidenberg okay. angetan hat. Okay, war es das? Jedenfalls bin ich froh, dass Sie Ihren Widerstand gegen mich aufgegeben haben. Herr Konopka, meine Meinung über Sie hat sich nicht geändert. Sie sind hier vorübergehend geduldet, mehr nicht. Haben wir uns verstanden? Ja, aber vielleicht können wir trotzdem friedlich miteinander arbeiten. Ja, das können wir, solange es dauert. Bis zum Prozess. Und dann werden Sie dafür gerade stehen müssen, was Sie meinen Eltern und Herrn Obote angetan haben. Dann gehen Sie ins Gefängnis. Entschuldigen Sie mich.
Also das muss schon schlimm sein, wenn die eigene Schwester mit einem Bein fast im Gefängnis steht und du kannst dir nicht helfen. Tja, also mein Mitleid hält sich da in Grenzen. Die Rosalie lebt einfach über ihre Verhältnisse. Ja, mit der habe ich ja auch kein Mitleid, aber mit der Emma. Dann sollte sie vielleicht aufhören, ihr ständig Geld zuzustecken. Die gute Rosalie muss einmal richtig auf die Nase fallen, damit sie lernt, dass man nur Geld ausgeben kann, das man vorher auch verdient hat. Ja, glaubst du denn, dass die das ausgerechnet im Gefängnis kapiert? Aber wenn ihr immer jemand aus der Patsche hilft, wird sie es wohl auch nicht lernen. Soll denn Emma... Gib mir mal bitte die Petersilie rüber. Soll Emma tatenlos zugucken, wie ihre Schwester sich die ganze Zukunft verbaut? Gib's zu, das könntest du auch nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Also. Ich habe mir nämlich überlegt, ob wir den beiden nicht unter die Arme greifen. Aha. Und wie? Ja, wir haben doch noch den Rest von unserem Lotteriegewinn. Und den willst du diesem Luxusgeschöpf in den Hals werfen? Emma ist doch kein Luxusgeschöpf. Du weißt genau, dass ich nicht von der Emma rede. Wir haben doch diesen Gewinn auch nur mit Glück gekriegt. Ja, und? Nun, Glück kann man teilen. Ja, das machen wir auch. Und zwar mit der Marie. Die soll ihren Teil von dem Gewinn kriegen. Marie braucht das doch im Moment. Im Moment nicht, aber trotzdem. Ich will es ja nicht verschenken. Ich will es verleihen. An jemanden, der immer auf anderer Leute Kosten lebt. Die Emma, dieser Linda, Felix Saalfeld und was weiß ich, wer noch alles. Hast du Angst, dass du das Geld nicht wiederkriegst? Wenn, dann von der Emma vielleicht. Die opfert sich dann für ihre Schwester auf. Das ist ja wirklich unverantwortlich. Ihre Blutwerte sind gut. Völlig in Ordnung. Das heißt, es gibt wohl keine körperlichen Ursachen für ihre Schlaflosigkeit. Sondern seelische. Die Vermutung liegt nahe, ja. Ja, ich weiß, was Sie sagen wollen. Ich soll mich mit den Gründen auseinandersetzen, weil Pillen nur die Symptome bekämpfen, aber nicht die Ursachen. Sehr schön. Wenn Sie schon wissen, warum tun Sie es dann nicht? Weil ich endlich mal wieder eine Nacht durchschlafen möchte, ohne diese Albträume und ohne mich im Bett herumzuwälzen. Aber das wird Ihnen auch mit Tabletten nicht gelingen. Es sei denn, Sie nehmen sie in einer Dosis, der ich nicht zustimmen kann. Es geht um Frau Wielander, habe ich recht? Sie sieht genauso aus wie die Frau, die ich mal geheiratet habe. Die mich umbringen wollte. Dazu ihre Stimme, wenn ich die höre. Ist alles wieder da. Ist kein Wunder, Sie sind schwer traumatisiert durch diese Ereignisse. Letztlich kann ich Ihnen nur raten, sich professionelle Hilfe zu suchen. Ein Psychologen? Ein Psychologen, ja. Wenn sie wirklich nicht Barbara heißt, warum hat sie oder Frau van Deering sich ausgerechnet den Fürstenhof ausgesucht, um hier Urlaub zu machen? Das ist ja nicht das Problem. Frau Wielander ist ja nur der Anlass dafür, dass Sie sich erinnern. Sie haben die Geschichte einfach nicht verarbeitet. Sie meinen, wenn sie es nicht wäre, wäre es jemand anderes? Ja, oder etwas anderes. Das kann eine Kleinigkeit sein. Und schon kramt Ihr Hirn die ganzen alten Geschichten wieder vor. Und die alten Ängste. Ja, ganz richtig. Da müssen Sie ran. Mit Schlafmitteln betäuben Sie Ihre Probleme nur. Sie wissen selbst, dass das keine Lösung ist. Der Postbote hat das hier für Sie abgegeben. Er wusste nicht, wo er Sie finden sollte. Danke. Ist ja gar kein Absender. Angst, es könnte etwas Unangenehmes sein. Nee, er sollte mir schon eine Bombe schicken. Keine Bombe, aber dafür Marzipankartoffeln. Kann mir schon denken, von wem die sind. Alles in Ordnung? Ja, ja. Sie sehen nur gerade so aus, als wäre es doch etwas Unangenehmes. Auf Gotala mussten ein Kollege und ich mal für einen exzentrischen Gast Marzipankartoffeln besorgen. Mitten im Sommer. Ah, das wird nicht ganz einfach gewesen sein. Schließlich gibt's die ja nur im Winter. Ich habe alle Süßwarenhersteller abtelefoniert. Die produzieren im Sommer natürlich schon für Weihnachten. Der Gast war sicher begeistert. Ja.
Sie scheinen sich nicht sonderlich über die Kartoffeln zu freuen. Es ist nur... Ich kann seitdem keine Marzipankartoffeln mehr sehen. Ja, das kann ich verstehen. Wollen Sie sie vielleicht trotzdem mitnehmen, auch wenn Sie sie nicht mögen? Na klar, Entschuldigung. Sie finden bestimmt jemanden, der Sie gern isst. Entschuldigung, das Fax ist gerade von Ihrer Firma gekommen. Mit der Bitte, ist sofort an Sie weiterzuleiten. Oh, vielen Dank. Bitte sehr. Hallo, hier Rosalie Engel. Spreche ich mit Herrn Hoge? Ja. Bei Ihnen bekommt man Kredite auch ohne Schufa-Anfrage und all den lästigen Formalkram? Ja, das ist klar, dass das etwas kostet. Aber es muss vor allem schnell gehen. Wissen Sie genau, was Sie tun? Was wollen Sie? Halten Sie sich da bitte raus. Ich glaube, Sie machen einen großen Fehler. Entschuldigung, ich rufe Sie gleich wieder an. Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Mich vielleicht nichts, aber die Emma. Weil die wird das Ganze ja wahrscheinlich wieder ausbaden müssen. Warum die Emma? Weil sie uns erzählt hat, dass Sie in Schwierigkeiten sind. Dann wissen Sie ja Bescheid und auch, dass ich keine andere Wahl habe, wenn ich nicht ins Gefängnis will. Ja, aber wenn Sie sich jetzt an einen Kredithai wenden, dann reiten Sie sich noch tiefer rein. Bitte schön. Danke. Meinen Sie, ich wüsste das nicht? Der will schließlich sein Geld auch zurück. Und ich glaube nicht, dass diese Leute zimperlich sind in der Wahl ihrer Mittel. Was soll ich denn machen? Sich eine Arbeit suchen vielleicht? Möchte ich, ja, aber das ist doch nicht so einfach. Ich meine, selbst wenn ich schnell etwas finde, bis ich mein erstes Gehalt bekomme, das kann dauern. Und ich kann doch schwer vor dem ersten Arbeitstag um einen Vorschuss bitten. Also ich könnte Ihnen das Geld leihen. Sie? Allerdings nur unter der Bedingung, dass Sie arbeiten. Na toll, dann habe ich ja keine Chance. Ohne Arbeit kein Kredit und ohne Kredit muss ich in den Knast. Ich wüsste schon eine Lösung. Aber da müssten Sie sich wirklich ernsthaft bemühen. Wenn Sie wüssten, was ich alles tun würde, um aus diesem Schlamassel rauszukommen. Ja, also das ist nichts Illegales. Nur ehrliche, harte Arbeit. Was denn? Sie sind doch ziemlich sportlich, oder? Ja, schon. Aber was hat das mit dem Job zu tun? Frau van Dering. Hi. So. Oh. Bitte schön, damit Sie nicht frieren. Das ist aber ganz lieb, Kindchen. Dankeschön. Gern geschehen. Oh, wunderbar. So. Bitte schön, Herr Zielkowski. Eine? Zwei? Zwei natürlich. Ein Zielkowski nimmt immer so viel, er kriegen kann. Ich weiß. Wollen Sie sich nicht einen Moment zu mir setzen? Wie bitte? Na, kommen Sie, Sie haben mich schon ganz gut verstanden. Wir können eine Menge Spaß haben, wir zwei. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Das Personal soll doch für die Gäste da sein, ne? Erst laden Sie meine Schwester nach Sylt ein und jetzt... Ach, die schöne Rosalie ist Ihre Schwester. Ihr Vater muss ein glücklicher Mann sein. Zwei solche Töchter. Und so unterschiedlich. Erst nutzen Sie die Notlage meiner Schwester aus und jetzt baggern Sie mich auch noch an? Keine Sorge, ich will Ihre Schwester nicht ausboten. Ich stehe zu meinen Versprechungen. Was soll das heißen? Dass Ihre Schwester selbstverständlich den Scheck behalten kann. Und Sie können auch einen Scheck bekommen. Wir drei auf Sylt. Glauben Sie mir, es wird Ihnen an nichts fehlen. Vorausgesetzt, Sie gewähren mir eine gewisse Zuwendung. Sie Schwein! Ich liebe temperamentvolle Frauen. Ich werde sie anzeigen, wegen Belästigung. Bravo, Kindchen, gut gemacht. Das werden Sie noch bereuen, Fräulein. Darauf können Sie sich verlassen. Sie wollen als Aerobic-Trainerin in unserem neuen Fitnessbereich anfangen? Ja.
Trauen Sie mir das nicht zu? Ich wundere mich nur. Ich dachte, Sie wären in der Immobilienbranche tätig und das auch einigermaßen erfolgreich. Ja, aber das heißt doch nicht, dass das mein ganzes Leben lang so bleiben muss. Natürlich nicht. Glauben Sie, mir fehlt die nötige Qualifikation? Also ich habe schon früher Kurse gegeben, so nebenher. Aber eine Ausbildung haben Sie nicht? Nein, aber dafür jede Menge praktische Erfahrung und die ist mindestens genauso viel wert wie irgendein Diplom. Ja, wenn Sie das sagen. Eben learning by doing. Ich bin im besten Studios in München trainiert und ich kann locker auf der anderen Seite stehen. Dass Sie sich den Job zutrauen, das habe ich jetzt verstanden. Aber was mich interessiert, woher wissen Sie überhaupt, dass der Fürstenhof eine neue Trainerin sucht? Ich habe einen Tipp bekommen. Aber nicht so, wie Sie jetzt denken. Sie haben den Tipp also nicht von meinem Bruder bekommen. Von wem dann? Frau Engel, Sie sollten mir das schon sagen. Von Herrn Sonnbichler. Wie kommt denn Herr Sonnbichler dazu, Ihnen einen Job verschaffen zu wollen? Naja, wir sind ins Plaudern gekommen und da hat er mir erzählt, dass Sie noch jemanden suchen. Ich glaube aber nicht, dass Sie diejenige sind. Wir brauchen jemanden mit Erfahrung und Ausbildung. Die haben Sie leider nicht. Hier? Ja, ich mache meinen Job. Zimmerservice. Ja, aber hatten wir nicht vereinbart, dass du unser Zimmer nicht versorgen musst? Das war zumindest dein Wunsch. Ja, ist aber personalmäßig nicht immer durchzuhalten. Aber das ist schon okay. Wo du schon mal hier bist, was ist denn da heute vorgefallen? Tilkowski war bei dir? Ja. Hast du ihn wirklich geohrfeigt? Er hat mir Geld angeboten, wenn ich mit ihm ins Bett gehe. Wie bitte? Ja, also nicht so direkt. Er wollte mich nach Sylt einladen und mir einen Scheck geben für gewisse Gegenleistungen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Sag mal, glaubst du etwa, dass ich lüge? Nein, natürlich nicht, aber vielleicht hast du irgendwas missverstanden. Nein, ich habe nichts missverstanden. Aber wenn du mir nicht glaubst, kannst du ja gern zu Frau von Dering gehen. Die war nämlich dabei und hat alles gesehen. Gesehen? Sie ist so gut wie blind. Ja, dafür hört sie aber umso besser. Und was Tilkowski gesagt hat, war sehr eindeutig, frag sie. Emma, selbst wenn sich deine Geschichte bestätigt, du kannst nicht auf die Gäste losgehen. Ja, obwohl er mich auf diese Art und Weise angräbt? Nein, dann, wenn sowas passiert, dann kommst du einfach zu mir. Und ich muss mich weiter anmachen lassen. Natürlich nicht. Hör zu, ich gehe morgen zu Tilkowski und werde ihn fragen, ob er sich mit einer Entschuldigung seitens des Hotels zufrieden gibt. Eine Entschuldigung? Eine Entschuldigung, ja. Und wenn in Zukunft sowas nochmal passiert, dann hörst du dir das an, drehst dich um, kommst zu mir und ich schmeiß ihn dann raus. Okay? Ah, Simon. Noch ein paar Minuten, dann bin ich fertig. Können wir zusammen nach Hause gehen? Ich wollte dich überhaupt nicht abholen. Ja, aber was willst du denn hier? Ich brauche einen Kamillentee oder irgend sowas. Geht's dir nicht gut? Hast du was mit dem Magen? Ja. Seit ich heute deine komische Kiwi-Creme gegessen habe. Nein, das kann nicht sein. Das sind zig Portionen raus. Das war der Renner auf der Tageskarte. Sind da keine Beschwerde? Nicht eine. Das muss was anderes sein. Also an deiner Stelle würde ich zum Arzt gehen. Ja, würde ich ja gerne, aber der Arzt im Dorf hat Urlaub. Ja, es soll ja hier einen in der Nähe geben. Vergiss es, auf keinen Fall gehe ich zu ihr. Deine Mutter ist wahrscheinlich noch in der Praxis. Nein. Bitte, wenn du dich die ganze Nacht quälen willst. Was heißt denn hier quälen? Kamillentee, eine Wärmflasche und morgen bin ich wieder der Alte. Sorgen? Wie kommst du darauf? Naja, sagen wir mal, es gab schon Tage, da warst du leidenschaftlicher. Ja, tut mir leid, aber ich habe den Kopf noch im Büro. Wie war denn dein Tag? In Ordnung, nur, weißt du, ich möchte nicht, dass du irgendwas tust, nur weil wir zusammen sind.
Was meinst du damit? Naja, ich habe gehört, dass sie noch einen Aerobic-Trainer sucht, beziehungsweise eine Trainerin. Von wem? Herr Sonnbichler hat mir das erzählt. Stimmt das etwa nicht? Doch, doch. Ach so, du willst sie für die Stelle bewerben? Weißt du, ich kann das nicht. Doch, bestimmt, bestimmt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du als Immobilienmaklerin mehr verdienst. Außer du möchtest, dass ich ein bisschen an deinem Gehalt drehe, weil wir beide zusammen sind. Nein, natürlich nicht. Dann bleib doch lieber bei deinem Job. Ja, aber das ist nicht so leicht hier am Land, weißt du? Dann müsste ich wieder zurück nach München und das will ich eigentlich gar nicht. Wenn es so ist, dann Victoria ist für die Bewerbungen zuständig. Sie gibt dir bestimmt eine Chance. Ja, das ist das Problem. Sie glaubt, dass ich nicht gut genug bin, weil ich keine Zeugnisse oder Diplome habe. Ich glaube, das ist ein Problem, das sich ganz, ganz leicht lösen lässt. Ich will nichts von dir, weder Marzipankartoffeln noch sonst irgendwas. Ich dachte, das hätte ich eindeutig genug gesagt. Also, keine Anrufe, keine Briefe, kein gar nichts. Kapiert? Ärger? Jetzt hoffentlich nicht mehr. Wegen Simon? Ach so, er schenkt dir als Entschuldigung Süßigkeiten, aber du bist gerade auf Diät. Was du übrigens gar nicht nötig hast, also nebenbei gesagt, als Mann. Ha, ha, ha. Warum könnt ihr Männer nicht einmal ernst sein? Weil ihr uns sonst nicht so lieben würdet, oder? Hey, hier, deine Marzipan-Teile. Ach, iss sie, verschenk sie oder schmeiß sie in den Müll. Danke. Das heißt, das Thema Koch können wir erstmal ad acta legen. Bis zum Prozess wenigstens. Wer weiß, ob der Konopka danach noch für uns arbeiten kann. Du würdest es gerne sehen, wenn er ins Gefängnis müsste. Ja. Und warum hast du dann nicht weiter auf die Kündigung bestanden? Weil mir Werner leid getan hat. Die Sache mit der Wielander hat ihn ganz schön mitgenommen. Nicht nur ihn. Und ich dachte, es ist besser für uns beide, wenn an der Front wenigstens Ruhe herrscht. Ja, und da es deiner Meinung nach sowieso nur für ein paar Wochen bis zum Prozess ist? Hoffentlich. Keiner weiß, wie der Prozess ausgehen wird. Gut. So können wir uns wenigstens voll und ganz auf die Suche nach einem geeigneten Fitnesstrainer konzentrieren. Der Umbau ist fast abgeschlossen. Wir brauchen dringend jemanden. Ich habe diese Woche jede Menge Vorstellungstermine. Ach so, ja. Ich habe auch einen Termin ausgemacht. Die Bewerbung ist zufällig bei mir gelandet. Das klang gut. Die Frau ist auch sehr nett und ich habe sie eingeladen. Zufällig, na ja. Und ich denke, ich soll die Entscheidung treffen. Ja, das kannst du ja auch. Du sollst bei der Probestunde mit dabei sein. Okay, wann? Heute, Vormittag. Später Vormittag, wenn du da kannst. Okay, ich werde mir einfach die Zeit nehmen. Traust du mir nicht? Doch. Ich will einfach sehen, was die Dame so drauf hat. Schon aus eigenem Interesse. Ich muss mich ein bisschen bewegen. Konditionell bin ich völlig runter. Hi, guten Morgen. Alles klar? Alles bestens. Schmecken super, die Teile. Ich mag kein Marzipan, lass mal. Ja, warum schenkst du sowas dann Marie? Was? Also, schickst ihr Süßigkeiten, die du selbst nicht magst? Kein Wunder, dass sie sauer ist. Ich hab Marie überhaupt nichts geschickt. Ja, und warum hat sie sich denn so aufgeregt über dich am Telefon? Ich will nichts von dir. Keine Anrufe, keine Briefe, kein gar nichts. Ich hab nicht mit Marie gesprochen. Weder am Telefon noch sonst wo. Muss das ja wohl jemand anders gewesen sein. Die fährt merkleisig. Ja, kein Wunder. So wie du über sie und Frauen im Allgemeinen geredet hast. Ich wollte mich aber ihr entschuldigen, aber aua. Sie hat mich abblitzen lassen und außerdem habe ich im Moment andere Probleme, wie du siehst. Du siehst nicht so aus, als ob du viel geschlafen hättest. Mein Magen.
Seit dieser verdammten Kiwi-Creme gestern, ich sag dir. Was sagt der Arzt? Nix. Der ist im Urlaub. Ja, aber der hat doch bestimmt eine Vertretung. Verstehe. Deine Mutter. Ich gehe nicht zu ihr, vergiss es. Stattdessen erträgst du lieber die Schmerzen. Wie heroisch, sag mal, spinnst du? Denn du weißt doch genau, warum. Trotzdem. Wie lange ist denn der Arzt noch im Urlaub? Knapp 14 Tage oder so. Dann spring über deinen verdammten Schatten und geh zu deiner Mutter. Was ist, wenn es was Ernstes ist? Man, es sind schon ganz andere Menschen morgens tot aufgewacht. Ja, Schatz. Ich freue mich auch auf dich. Aber die Hauptsache ist doch, dass du dich gut erholst bei deiner Kur. Ich dich auch. Bussi. Herr Zielkowski. Ah, Herr Geschäftsführer. Ich nehme an, Sie haben sich dieses Zimmermädchen mal ordentlich zur Brust genommen. Ich habe mit ihr gesprochen. Sie soll kommen und sich bei mir entschuldigen, dann ist der Fall für mich gegessen. Ich bin doch kein Unmensch. Im Grunde genommen habe ich gar nichts gegen einen kleinen Wildfang. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Nein, tue ich nicht. Nun, wie auch immer, ich bestehe auf eine Entschuldigung. Sie sagte, Sie hätten ihr ein unsittliches Angebot gemacht und nur deshalb sei es zur Ohrfeige gekommen. Ich hätte was? Sie hätten ihr Geld geboten, um mit ihr ins Bett zu gehen? Dieses kleine Flittchen. Na klar, um sich reinzuwaschen. Frau Strobel ist eine sehr zuverlässige Mitarbeiterin. Und sie hat sich noch nie etwas zu Schulden kommen lassen. Ja, einmal ist immer das erste Mal. Nein, das kann ich mir bei Emma nicht vorstellen. Emma? Sie sind wohl auch interessiert. Bleiben Sie sachlich. Also hören Sie, wenn diese kleine Schlampe... Okay, Moment. Mäßigen Sie Ihren Ton. Wenn Ihre verdiente Mitarbeiterin solche Verleumdungen gegen mich in die Welt setzt, dann muss ich darauf bestehen, dass sie gekündigt wird. Das ist immer noch eine Entscheidung der Direktion. Wie Sie wollen. Aber wenn bekannt wird, dass im Fürstenhof die Gäste vom Personal geohrfeigt werden... Moment. Entschuldigung, wenn ich mich einmische, aber das Zimmermädchen hat die Wahrheit gesagt. Ich habe alles genau gesehen und noch besser gehört, ja? Und Emma hatte völlig recht, diesem Rotzlöffel eine zu langen. Ich hätte es genauso gemacht. Es war ein Spaß. Was kann ich dafür, dass die Kleine keinen Humor hat? Dann habe ich auch was Lustiges für Sie. Packen Sie Ihre Koffer und verlassen Sie den Fürstenhof. Und zwar sofort. Das werden Sie bereuen. Ich mache Sie fertig. Ich werde Sie verklagen. Dann ist Ihr Ruf ruiniert. Und ich lasse Ihnen die Rechnung machen. Ich mache, was ich will. Basta! Sie verlassen den Fürstenhof und zwar jetzt. Und wenn Sie es unbedingt juristisch brauchen, ich erteile Ihnen hiermit offiziell Hausverbot. Sagen Sie, ist das eigentlich unser Simon Konopka? Ja. Wie alt ist er denn da? Ach, so 7. Süß. Das stimmt. Also dann einen schönen Tag noch. Vielen Dank, Frau Doktor. Gerne. Hey. Hi. Simon. Mach dir keine falschen Hoffnungen. Ich bin da, weil ich bräuchte irgendwas gegen Magenschmerzen, Tabletten oder irgendwas. Ja, ich verstehe schon, du bist nicht als Sohn hier, sondern als Patienten im Platz. Genau so ist es, danke. Wir müssen aber schon nach den Ursachen für deine Schmerzen suchen. Einfach ein paar Tabletten, so geht das nicht. Gut. Wenn du dieses Familientreffen unbedingt in die Länge ziehen musst, dann bitte. Beschreib mal die Magenschmerzen, oder sind das eher Krämpfe? Wohl eher Krämpfe. Wann hat das angefangen? Gestern Mittag. Nach dem Essen, also genau genommen nach dem Dessert. Was war's denn? Kiwi. Kiwi-Creme, aber es war in Ordnung. Also viele Leute im Restaurant haben es gegessen. Kiwi-Creme, es könnte eine allergische Reaktion bei dir sein. Nee. Ich bin auf Nüsse allergisch, aber Kiwis... Wahrscheinlich eine Kreuzallergie. Kiwis haben eine ähnliche Eiweißstruktur wie Nüsse. Deshalb können sie die gleiche Reaktion auslösen. Und was machen wir jetzt? Ich weiß noch, wie du das erste Mal solche Krämpfe hattest.
nach einer Tafel Nussschokolade. Oh, ich wusste mir nicht zu helfen. Wir sind dann ins Krankenhaus gefahren. Du, entschuldige, aber ich habe echt keinen Nerv jetzt für deine Mutter so Geschichten. Gib mir ein paar Tabletten, eine Spritze, irgendwas, damit die Schmerzen aufhören, ja? Deswegen bin ich hier, nur deswegen. Felix war so toll. Wenn ich nicht schon in ihn verliebt wäre, spätestens jetzt hätte es mich erwischt. Wie er zu mir gehalten hat, wie er mich verteidigt hat. Frau Van Dering hätte es gar nicht mehr gebraucht. Nur habe ich leider gar keine Chance bei ihm. Und selbst wenn ich sie hätte, ich würde ihn Rosalie niemals wegnehmen. Hoffentlich hat sie inzwischen einen Weg gefunden, ihre Schulden zu bezahlen. Ein Weg, bei dem sie nicht auf so ein Schwein angewiesen ist wie Zielkowski. Hallo Schwesterlein. Kann ich bei der Arbeit? Und du, ich habe gerade Pause. Und du? Hältst dich fit? Ja, wird dir auch nicht schaden. Kümmer du dich lieber um deine Schulden. Das mache ich doch gerade. So, in den Klamotten willst du zur Bank gehen? Warum denn zur Bank? Die geben mir eh nichts mehr. Ja, aber irgendwie musst du doch zu Geld kommen. Vertrau mir. Ich arbeite schon an meiner Zukunft als brave Steuerzahlerin. Oder weißt du was? Am besten kommst du gleich mit und überzeugst dich selbst davon. Jetzt komm schon, Emma. Helika, bitte. Ich werde doch wohl noch meinen eigenen Mann küssen dürfen? Ja, ja, schon, aber nicht hier. Na, wo denn sonst, wenn er den ganzen Tag an der Theke hier rumsteht? Den Kuss hast du nämlich verdient. Ach, und womit? Ich war gerade auf der Bank. Oh. Und da habe ich von unserem Festgeldkonto die Kontoauszüge geholt. Und da habe ich was festgestellt. Ja, was denn? Von unserem Restguthaben vom Lotteriegewinn ist nichts mehr da. Nein, wir sind bestohlen worden. Ja. Und der Herr Krumbiegel von der Bank, der hat mir auch gesagt, von wem? Vom Chefportier vom Fürstenhof. Das ist ja unglaublich. Und deswegen hast du noch einen Kuss verdient. Du, ich freue mich, dass du jetzt doch der Rosalie helfen wirst. Hast du das Geld schon gegeben? Nein, noch nicht. Du, das müssen wir aber bald machen. Die rennt sonst in ihrer Panik zu irgendeinem Kredithai. Ja, das konnte ich gerade noch verhindern. Wie denn? Das ist jetzt wurscht. Jedenfalls habe ich ihr einen zinslosen Kredit angeboten. Allerdings nur unter einer Bedingung. Ah, die Leute scheinen richtig Lust auf ein bisschen Bewegung zu haben. Deswegen war es eine gute Idee, den Fitnessbereich ein bisschen zu erweitern. Ja, dann hoffen wir mal, dass es deine Trainerkandidatin drauf hat und die Leute nicht gleich wieder verscheucht. Da bin ich mir sicher. Guck mal, deine Freundin kommt auch. So, hallo, mein Name ist Rosalie und ich bin heute dafür zuständig, sie ein bisschen in Spitzen zu bringen. Ja, ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Wir sind ja nicht zum Plaudern hier. Sie. Hier. Das Warm-up. Wir marschieren. Gib mir eine Chance. Mach mit, bitte. Zügig, aber nicht zu schnell. Denken Sie dran, ein 100-Meter-Läufer startet sein Training ja auch nicht mit einem 100-Meter-Lauf. Wunderbar, wir machen weiter. 5, 6, 7, 8, die nächste Schrittkombination geht rechts, links, rechts, cut. Links, rechts, links, cut. Wunderbar. Jetzt nehmen wir die Arme noch dazu. Passen Sie aber auf, dass Sie Ihren Nachbarn nicht schlagen, sonst geht er noch mit einem blauen Auge nach Hause. Sehr gut. Herr Saalfeld? Ja. Ich habe das Gefühl, es wäre gut, wenn wir mal miteinander reden würden. Ja. Sollen wir hierbleiben oder möchten Sie lieber draußen ein paar Schritte machen? Das ist, wie Sie es gerne hätten. Also ich würde gerne rausgehen an die frische Luft. Schließlich bin ich zur Erholung da. Ja.
Nochmal ausschütteln. So, jetzt noch die Oberschenkel. Wir stellen uns wieder auf das linke Bein, das rechte wird angezogen. Frau Tara, schauen Sie bei der Übung bitte nicht auf den Boden, sondern geradeaus, dann kippen Sie nicht so leicht um. Kurz ausschütteln und das andere Bein, dann haben wir es gleich geschafft. Ja, wenn irgendetwas nicht klappt, dann erzwingen Sie es nicht, denn Übung und nur allein Übung macht den Meister. Wunderbar, das war's für heute. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht und ja, wenn Sie der Muskelkater zu sehr zwickt, dann empfehle ich Ihnen einen Besuch in der Sauna des Fürstenhofs, die kann wahre Wunder bewirken. Dankeschön. Na, wie war ich? Du warst großartig, du warst kompetent, charmant, witzig, wirklich großartig. Findest du nicht auch? Ja, den Leuten hat's gefallen und ich muss zugeben, ich habe auch meinen Spaß gehabt. Oh, das freut mich. Dann könnt ihr euch gleich zusammensetzen und den Arbeitsvertrag unterschreiben. Nein, ich habe doch gesagt, ich möchte jemanden mit Erfahrung und Ausbildung. Meine Meinung habe ich nicht geändert. Schönen Tag euch. Wir wohnen wirklich in Augsburg, mein Mann und ich. Aber noch nicht lange, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Seit einem knappen Jahr. Vorher waren wir in Garmisch, aber wir wollten in der Nähe der Mutter meines Mannes sein. Ja, verstehe. Ja. Meine Schwiegermutter ist 85 und sie kommt allein nicht mehr so gut zurecht. Ich wäre gerne in den Bergen geblieben, aber irgendwann kommt die Zeit, da muss man Verantwortung übernehmen. Verantwortung? Sie glauben mir nicht, oder? Wissen Sie, das klingt alles sehr logisch, was Sie mir da sagen, aber irgendwie... Ich bin wirklich Silvia Wielander. Es ist ein reiner Zufall, dass ich Ihrer verstorbenen Frau so ähnlich sehe. Aber ich weiß nicht, wie ich Sie davon überzeugen kann. Sie müssen mich auch nicht überzeugen, das muss ich schon selber. Und darin liegt das Problem. Jedes Mal, wenn ich vor Ihnen stehe, als würde ich eine Tote sehen. Ich sehe Barbara vor mir, die sich gerade noch am Felsen festhält, wie ich ihr die Hand reiche zur Hilfe. Und dann lässt sie absichtlich los und fällt. Damit komme ich nicht klar. Ich kann diesen Augenblick nicht vergessen. In ein paar Wochen ist es ein Jahr her. Entschuldigen Sie. Rosalie, Sie schauen aber nicht gerade glücklich aus. Oder sind Sie noch geschafft von Ihrer Probestunde? Nein, Frau Tarasch gibt mir den Job nicht. Nein? Ja, der Ben hat mir doch erzählt, es ist so gut gelaufen. Ja, ist es auch. Selbst Frau Tarasch hat es Spaß gemacht. Nur sie will einen Wisch mit Stempel und Siegel und den habe ich halt nicht. Ach so? So kenne ich Sie gar nicht. Ich kann Ihre Bedingungen leider nicht erfüllen. Das heißt nun entweder Kreditei oder Gefängnis. Ja, Moment einmal. Sie haben sich ja wirklich bemüht und es ist letzten Endes nicht Ihre Schuld, dass Sie den Job nicht bekommen haben. Heißt das etwa? Ja, das heißt es. Aber ich werde das Geld selber ans Finanzamt überweisen und Sie zahlen es mir in festen Raten zurück, ja? Selbstverständlich. Vielen Dank. Entschuldigung. Hotel Fürstenhof Rezeption Sonnenbichler, was kann ich für Sie tun? Habe ich das richtig gehört? Herr Sonnenbichler will dir das Geld leihen, auch wenn du keinen Job hast. Aber das heißt ja, dass du nicht mehr auf dieses Schwein Tilkowski angewiesen bist. Ach, das ist ja so Wahnsinn. Ja, mit so einem Typ möchte ich nie mehr wieder was zu tun. Oh, das tut gut. Ist kein Wunder, dass du verspannt bist. Wenn du immer durch die Lupe siehst, das geht auf die Schulter. Ach, papalapap. Wie war eigentlich der Spaziergang mit dem Direktor? Hast du ihn endlich davon überzeugen können, dass du nicht seine Ex-Ehefrau bist? Ich fürchte nicht. Der ist regelrecht vor mir geflohen. Tessa, ah! Ja, Vorsicht. Und vorher meinte er noch immer, wenn er mich sieht, das wäre, als wäre er eine Tote. Dafür bist du aber recht lebendig. Zum Glück für mich. Aber nicht nur er, alle anderen doch auch. Es wäre ein Schatten aus der Vergangenheit aufgetaucht. Die Frau scheint die Leute ja sehr beeindruckt zu haben.
Manchmal habe ich das Gefühl, dass mich mit ihr mehr verbindet als nur die Ähnlichkeit. Wie meinst du das? Diese Barbara von Heidenberg, die ist vor ziemlich genau einem Jahr in den Tod gestürzt. Ja gut, aber ich meine, was hat es mit dir zu tun, ne? Naja, das war ganz hier in der Nähe und wir waren noch in Garmisch. Ja, purer Zufall. Und ziemlich genau zur selben Zeit hatte ich meinen Sturz auf der Kellertreppe. Danach war ich tagelang bewusstlos. Ja, wieder ein Zufall. Ich meine, das Leben ist voll davon. Ich finde es eher seltsam. Tja, mein lieber Herr Tilkowski, das war wohl nichts. Okay, okay. Zerreißen Sie den Check und wir vergessen das Ganze. Zerreißen? Das wäre doch schade um das schöne Geld. Ja, keine Gegenleistung, kein Geld, das ist ja wohl klar. Sie bekommen schon eine Gegenleistung? Jetzt machen Sie mal einen Punkt. Wagen Sie es nicht, den Check einzulösen. Was dann? Dann werden Sie mich kennenlernen. Ach, was soll's. Ich lasse den Check sperren. Basta. Das will ich an Ihrer Stelle lieber nicht tun. Sonst würde Ihre Frau erfahren, warum Sie ihn ausgestellt haben. Und was Sie mit Emma und mir auf Sylt vorhatten. Tja, da bleibt Ihnen die Spucke weg, nicht wahr? Also ich möchte ja gar nicht wissen, wie Ihre Frau auf so eine Botschaft reagieren würde. Ich habe ja gehört, dass Scheidungen heutzutage wirklich teuer sein können. Also, abgemacht. Ich behalte die 10.000 und Sie haben Ruhe. Hübsche kleine Erpressung. Beeindruckt. Aber ob Ihr Freund Felix das genauso sieht? Versicherungsleute nur den geringsten Hauch eines Verdachts haben, dass ein Fall von Betrug vorliegt. Die schalten zur Not sogar die Staatsanwaltschaft ein. Ach, jetzt lassen Sie uns erst einmal so, auf unsere kleine Vereinbarung anstoßen. Dann ist es für Sie sicherlich kein Problem, einen Gebissabdruck anfertigen zu lassen. Wie kommst du denn drauf, dass ich mit dir reden möchte nach deinem peinlichen Auftritt gestern Abend? Peinlich war das Ganze ja wohl nur für dich. Wieso triffst du dich hinter Felix' Rücken mit Herrn Konopka? Also, zu Ihrer Versicherung kann man Sie nur beglückwünschen. Die Jungs haben Sie ja richtig ins Zeug gelegt. Jetzt passen Sie mal auf. Also, man hat das Gebiss von Frau Wielander mit 11 Jahre alten Röntgenaufnahmen von deren Zahnarzt verglichen. Bitte sehr.